Hallo Freunde, herzlich willkommen auf Karlchen Knack. Heute gibt's die Folge Toni verhaftet Kinder. Ich bin gespannt und jetzt viel Spaß. So, dann hier noch einmal drehen. Dann hier nochmal. Und dann... Oh, wirklich, sehr schön. Ja, nicht wahr? Das hier ist unser teuerstes Modell. Wir haben dort neben einem richtig schönen, roten, großen Saphir auch viele, viele Diamanten eingearbeitet. Dieses Collier ist tatsächlich für die Ewigkeit geschaffen. Wie sieht es aus? Wollen Sie es kaufen? Also, ja, okay. Meine Frau ist mir nicht zu teuer. Bitteschön, meine Kreditkarte. Die sollte wohl reichen. Aber natürlich... Es ist mir immer wieder eine Ehre, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Oh, wie das funkelt. Na schön, dann werde ich das schöne Ding mal zu Hause verstecken gehen. So, jetzt aber schnell nach Hause. Mit so einem Schmuckstück sollte ich wirklich nicht lange in der Öffentlichkeit bleiben. Aha. Ah, das ist ja wirklich höchst interessant. So ein schönes Schmuckstück hat doch nichts in seinen Händen zu suchen, sondern in meinen... Dieses Collier ist von unschätzbarem Wert für mich. Ich muss es irgendwie in meinen Besitz bringen. Und dafür würde ich... Oh, ich glaube, er macht sich auf den Weg. Schnell hinterher. So, dann würde ich mal sagen, lasst uns das Schmuckstück doch drinnen mal verstecken. Aha, hier wohnt er also. Na, das sieht doch vielversprechend aus. Jetzt muss ich nur noch warten, bis er weg ist. Und dann brauche ich einen Plan, um mir das Schmuckstück zu holen. Hey, habt ihr eine Idee, wie ich da rankommen kann? Oder soll ich meine Handlanger schicken? Obwohl, naja, nee, lieber, ich mach's lieber selbst. Die sind so doof, die werden wieder erwischt. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ich machen könnte, um dieses Collier zu bekommen. Ich bin gespannt, das zu lesen. Und gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch die Folge jetzt schon gefällt. Aber teilt auf keinen Fall dieses Video mit Freunden und Familie, sonst erwischt Toni mich nachher noch. Das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Oh, ich glaube, da tut sich was. So, das sollte reichen. Jetzt, wo ich das Collier sehr gut versteckt habe, könnte ich ja für heute Abend schon mal den Tisch reservieren. Oh, ich bin schon so gespannt. Sie wird Augen machen. Na bitte, endlich hat er sich aus dem Staub gemacht und ich glaub's ja nicht. Er hat das Fenster offen gelassen. Das schaue ich mir mal direkt an. Oh Mann, scheint ja echt mein Glückstag zu sein. Dann werde ich doch mal gleich mein Glück probieren. So, los, komm, geh schon auf. Also, oh Mist, ist blockiert von innen. Oh, Mensch, der Spalt ist viel zu schmal für mich. Ich passe da nicht durch, aber da drüben ist doch schon die Lösung. Mann, was hab ich einen Hunger. Wie sieht's bei dir aus? Wollen wir uns vielleicht eine Portion Pommes holen? Oh ja. Oh, perfekt. Die Kinder können für mich durchs Fenster gehen und von innen dann die Tür aufmachen. Aber mir werden sie nicht vertrauen. Von daher... Sollte das so kein Problem sein. Wer kann denn immerhin einem alten Opa widerstehen? Was? Du hast gar kein Geld dabei, Jonathan? Nein, ich habe mein Geld leider zu Hause liegen lassen. Herr Jungs, könntet ihr vielleicht einem armen alten Opa ein bisschen helfen? Hä? Ich bräuchte dringend eure Hilfe. Klar, wobei denn? Ich habe mich ausgeschlossen zu Hause und nun komme ich nicht mehr rein. Aber im Fenster, da ist ein kleiner Spalt, wodurch ihr vielleicht reinkommen könntet. Schaut es euch am besten mal an. Na los, kommt mit. Was meinst du denn, Jonathan? Vielleicht gibt er uns ja ein wenig Kleingeld für unsere Hilfe. Na komm, lass uns mal folgen. Okay. So, Kinder, seht ihr? Ihr solltet da durchpassen. Das sollte für euch doch kein Problem sein. Bitte helft mir. Ich weiß sonst nicht, wie ich wieder in mein Haus komme. Okay. Ich mach das. Bist du dir sicher, Andreas? Na klar, es ist doch immerhin ein Opa, dem müssen wir schließlich helfen. Lass mich nur machen. So, dann...
Okay. Ruck und ganz schnell, aber ich pass durch und geschafft. Sehr schön, Junge. Und nun mach doch bitte die Haustür auf. Erledigt. Wunderbar, wunderbar. Vielen lieben Dank für deine Hilfe. Als kleines Dankeschön möchte ich euch natürlich auf ein Eis einladen. Aber ich bräuchte auch nochmal eure Hilfe. Kommt einfach mal mit rein. Oh, das sieht aber hübsch hier aus. Hä? Aber sie wohnt doch hier. Ja, genau, ganz genau. Ich bin nur jedes Mal wieder von diesem wunderschönen Anblick erstaunt. Wie schön das hier doch alles ist. Wie sieht's aus? Helft ihr mir noch einmal? Wobei sollen wir denn helfen? Ich habe für meine Enkelin eine wunderschöne Halskette gekauft. Und ich habe leider vergessen, wo ich sie hingetan habe. Könnt ihr mir helfen, sie zu finden? Irgendwo hier im Haus muss sie sein. Kein Problem, wir helfen ihnen. Los, wer sie zuerst findet, der Verlierer muss die nächsten Pommes zahlen. Hey, warte doch mal, das ist ungerecht. Vielleicht unterm Tisch. Oder in den Pflanzen. Nein, beides nicht. Hier, nein, vielleicht hier im Ofen? Nein, auch nicht. Und wieder zu. Vielleicht hier, in der Kommode? Nein, da auch nicht. Vielleicht unterm Sofa, das könnte auch sein. Gefunden, ich hab es. Was, wirklich? Ja, dann zeig doch mal her, Jungchen. Ja, hier, bitteschön. Das ist doch die Halskette, die Sie suchten, oder? Ja, ganz genau, Junge. Vielen Dank. Ich werde das mal schnell meiner Enkelin bringen. Gern geschehen. Du, sollten wir vielleicht noch ein wenig aufräumen? Es ist vielleicht etwas ausgeartet. Ich glaube, wir sollten uns da mal ein bisschen ranhalten, oder? Soho, da bin ich wieder. Oh, ich freue mich schon so auf heute Abend und... Oh mein Gott, was ist denn hier mit meiner Wohnung passiert? Und... Also wir können das Ganze erklären. Bitte hören Sie zu. Ja, da war so ein Opa. Das könnt ihr euch sparen, ihr kleinen Diebe. Ich rufe sofort die Polizei. Seht ihr? Da kommt schon die Polizei. Schon da. Was gibt es denn? Gut, dass Sie endlich da sind. So, was ist denn hier los? Können Sie mich vielleicht sagen, was passiert ist? Ja, natürlich. Ich habe diese beiden Jungs hier dabei erwischt, wie sie bei mir eingebrochen sind. Es war ganz anders. Bitte, Sie müssen uns glauben. Wir wurden reingelegt. So. Einbruch also. In so jungem Alter schon. Ich bin ziemlich enttäuscht von euch. Vor allem von dir, Andreas. Ich dachte, du willst Nachwuchspolizist werden. Ja, bitte, Herr Räuberschreck, Sie müssen uns glauben, das alles ist nur ein schreckliches Versehen. Von wegen ein Versehen? Ich habe Sie auf frischer Tat ertappt, wie Sie in meiner Wohnung waren. Das sind schwere Anschuldigungen. Ich glaube, wir kommen nicht dabei herum, die uns... zu verhaften, ganz genau, ganz recht. Nein! Das wird sich noch rausstellen, ob wir Sie verhaften müssen. Erstmal nehme ich die beiden Jungs auf jeden Fall mit aufs Revier und dann werde ich Ihre Eltern anrufen. Oh nein! So. Ihr wollt mir also ernsthaft erzählen, dass ein Opa euch angestiftet hat, in das Haus einzubrechen und für ihn ein Collier zu stehlen? Ja, ganz genau so war es. Sie müssen uns doch glauben. Genau, wir müssen doch zur Schule und können nicht im Gefängnis bleiben. Wart ihr euch denn sicher, dass der Opa auch in diesem Haus wohnt? Nein, das wussten wir leider nicht sicher. Nein, das stimmt. Es war doch nur ein armer Opa. Oh je, das könnte Schwierigkeiten für euch und... Oh je, ein Alarm, was ist denn da los? Dann wollen wir doch mal hören, was los ist. Hier, Toni Räuberschreck, was gibt's? Hauptkommissar Toni Räuberschreck, die Bank wird überfallen. Machen Sie sich sofort auf den Weg. Kein Problem. So, und ihr Kinder, ihr wartet hier so lange, bis ich wieder da bin. Habt ihr verstanden? Ich schnapp mir jetzt erstmal diesen Bankräuber und danach kümmere ich mich um euch. Ich muss mich beeilen. Oh Mann, Mensch, wir können doch hier nicht tatenlos rumsitzen und warten, bis sie uns ins Gefängnis werfen. Da hast du recht, aber Herr Räuberschreck hat doch gesagt, wir sollen hier warten. Was hast du denn vor? Na ganz einfach, wir beweisen unsere Unschuld. Und wie, bitteschön? Indem wir den wahren Verbrecher fangen. Los, wir schleichen uns in Tonis Wagen rein.
Ich bin schon da. Er scheint noch nicht rausgekommen zu sein. Am besten ich warte hier kurz. Und beobachte die Lage. So, jetzt aber schnell. Hä? Na, oh nein, Toni Räuberschreck. Oh, ich muss schnell weg hier. Hä, was macht der Opa denn da? Wurde der etwa befreit? Das ist der Dieb, Herr Räuberschreck. Was? Meint ihr? Moment mal. Wie seid ihr denn in mein Auto gekommen? Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt auf der Station bleiben und da warten? Ja, schon, Herr Räuberschreck, aber bitte hören Sie uns doch zu. Sie müssen sich beeilen und den Dieb schnappen. Warum soll ich mich denn bitte schon beeilen? Das ist doch nur ein Opa. Von wegen ein Opa. Das ist doch der Typ, der uns den Raub in die Schuhe geschoben hat. Manu, beeilen Sie sich, sonst haben wir lebenslang Hausarrest. Ja, bitte. Ich will nicht, dass Mami schimpft. Was? Warum sagt ihr das denn nicht gleich? In Ordnung, Kinder. Ich nehme jetzt die Verfolgung auf, aber ihr wartet hier im Auto. Habt ihr das verstanden? Jawohl, Herr Hauptkommissar Räuberschreck. Na schön, dann werde ich jetzt mal hinterher. Toni Räuberschreck übernimmt den Fall. Die Gerechtigkeit wird siegen. Und hinterher. Schneller, schneller, schneller. Ah! Oje, oje. Das muss ein Versehen sein. Ich bin doch bloß ein armer alter Mann. Ja, das werden wir ja noch sehen, denn... Hurra, hurra, sie haben ihn geschnappt. Sie haben ihn. Oh, Kinder, ich hab euch doch gesagt, ihr sollt im Auto warten. Warum hört ihr denn nicht auf mich? Oh, ihr habt mich also verpetzt. Moment mal, diese Stimme kommt mir überaus bekannt vor. Wollen wir doch mal sehen, wer sich unter diesem Bart versteckt. Oh, El Presidente also. Ja, ganz genau. Du wärst sogar drauf reingefallen, Toni, wenn diese Kinder nicht gewesen wären. Ja, ganz genau. Dank dieser tapferen Kinder konnten wir dich immerhin verhaften. Und wo wir gerade davon sprechen, nun zu euch. Oh, aber Herr Räuberschreck, Sie haben doch jetzt den richtigen Verbrecher. Ja, ganz genau. Was wollen Sie denn noch von uns? Ihr habt schon wieder nicht auf mich gehört. Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr im Auto warten sollt? Ja. Warum habt ihr das denn nicht getan? Euch hätte sonst was passieren können. Euch ist doch wohl klar, dass ich jetzt eure Eltern anrufen muss, oder? Was? Nein, nein, bitte nur das nicht. Es gibt lebenslang Hausarrest. Tja, das habt ihr euch jetzt selbst zuzuschreiben, oder? Aber keine Sorge. Wegen euch wurde ein Gangster verhaftet. Deswegen werde ich mal sagen, dass es da eine Strafmilderung geben wird. Ja? Was sagt ihr denn dazu? Wie viel Hausarrest sollten die beiden denn bekommen? Sie haben zwar nicht unbedingt auf die Polizei gehört, aber wegen den beiden konnten wir jetzt einen Gangster verhaften. Oder? Wie findet ihr das? Schreibt es doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da und teilt das Video mit Freunden und Familie. Und schreibt einen schönen Kommentar oder ihr abonniert den Kanal. Einfach hier oben links auf das Logo klicken und schon verpasst ihr kein Video mehr. Oder ihr guckt euch ältere Folgen an. Einfach hier rechts draufklicken und schon guckt euch ältere Folgen an. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.